Ich freue mich, euch eine nächste Verwandlung vorzustellen, die von elegant der Änder in die Sportive geht. Wir sind ja auch viel vor die Frage gestellt, was kann ich anlegen für eine Hochzeit. Da habe ich so eine wirklich schöne Satin-Schüppli an, zeitlos im Beige, Blisse, auch immer aktuell und sehr modisch vom Look her, auch mit diesen Fledermausern. Und wenn ich das nachher einfach kombiniere mit einem eleganten Glitzertäschchen oder auch den Sandaletten, wäre jetzt so sehr schön mit einem High Heel, aber so einfach sommerlich, für mich absolut eine coole Variante für eine Hochzeit zu gehen. Und jetzt tue ich es ein bisschen verwandeln, wie ich dann diesen Schüppel auch noch weiterhin anlegen könnte. Jetzt habe ich mich oben sportiv angelegt, einen mega lustigen Pulli auch mit den Töpfchen wieder. Und jetzt habe ich den Winterschuh dazu angelegt, einfach einen kleinen groben Boots. Und die Mode hat ja gerne eben diesen Stilbruch. Und so könnt ihr eben die Schüppli oder die eleganten Teile wirklich mitnehmen im Herbst und habt auch hier zeitlose, immer wieder tragbare, neu kombinierbare Teile. Oder jetzt die Jeansig mit der Leihhose mit wenig Elastan, geht noch auch nicht aus der Form. Das ist so eine richtige Ohr-Jeans noch. Auch in so einem helleren Farbton finde ich auch super für den Übergang. Und dann habe ich ja eben auch noch mein Foulard, das ich auch schon gezeigt habe, das ich auch noch wieder dazu anlegen kann. Mustermix, etwas, das eigentlich super gut funktioniert, habe ich noch einfach dafür. Und jetzt kommt auch noch mal ein modisches Highlight. Also ein wirklich oversize geschnittene Chile, ein bisschen ballonig. Mode zeigt gerne Volumen, wo ihr wirklich das Modi-Statement setzen könnt in diesem coolen Herbstoutfit. Gleichliche Hose mit dem wieder Sneaker abgeglitzt. So knapp lang, auch ein Modethema. Wenn einem das nicht gefällt, macht sofort etwas aus, wenn es wieder hochglitzen. Ein bisschen Knöchel zeigen, wirkt sofort wieder sportiver. So ein taillierter Jersey-Bläser ist von Marke Itchy, ist auch sehr gut im Preis. Streifenlook, einfache Teile, leben lang schön. Semi-elegante Variante, ich habe ganz schlichten Pulli angelegt und hier einen coolen Bläser, cropped, also verkürzt. Auch ein bisschen kastig geschnitten, Nadelstreifen-Look und jetzt lege ich dir das auch noch gerade als Anzug an. Und sehr schön in diesen Farbtönen, in diesem Top, der nachher auch mega cool kombiniert kann werden mit der Rosenrote. Jetzt habe ich es als ganzen Anzug an, ein Thema auch Bundfaltenhosen, ein bisschen Volumen auch hier und eben die Kurzbläser nachher dazu mit einem dezenten Nadelstreifen drüber und einfach sehr tonig kombiniert. Wir haben hier viel von einer Farbberuhigung, die Beige-Töne miteinander oder in dem Sinn ein sehr tonal kombinierter Loafer wieder, der ein bisschen Zweiss drin hat bei Schnallen und so auch wieder wie aus einem Guss rauskommt. Und wenn ihr kalt habt, jetzt eben viele schöne Übergangsmantel- oder Jackenvarianten von Marco, auch wieder Rino e Pelle. Auch die sehr in einem guten Preissegment, lässig zum Tragen, muss man auch die Ärmel nicht kürzen, kann man gut ein bisschen hinterher sitzen. So sehr angenehm, könnt ihr das Auto, seid immer noch wohl und hat eine schöne spezielle Optik und sehr harmonisch auch Ton in Ton kombiniert. Und jetzt noch wirklich ein modisches Highlight zum Abschluss. Manchester ist zurück und oder Worker-Style mit Seitentaschen. Hier wirklich ein bisschen herb mit dem abgewaschenen. Und eben auch hier könnt ihr nachher einfach einen schlichten Pulli dazu. Zu solchen Teilen braucht es nicht mehr. Getreut noch eine gewisse Reduktion. Weniger ist mehr. Und so top aktuell im Herbst. Was ich euch gleich noch möchte als Highlight zeigen möchte, wir haben ja wieder die schönen Rosenrottöne, die natürlich mit Braun und Beige so schön kombinierbar sind und die sehr feminin wirken. Wir freuen uns extrem, euch bei uns dürfen zu begrüßen und die schönen Herbst- und Übergangsneuheiten dürfen zu präsentieren. Kommt vorbei, es lohnt sich.